Fahren wir nach Mostar oder nach Tir? So, jetzt fahren wir gleich aus der EU hinaus, aus Bulgarien raus und da vorne ist schon die riesige türkische Flagge. Wir mussten nicht lange warten. Wir mussten das Dachzelt wieder aufmachen, damit sie reinschauen, aber wir mussten nicht alles ausräumen. Und alle waren wieder super freundlich und haben uns gesagt, wo wir hin müssen als nächstes. Die Versicherung für 3 Monate hat 63 Euro gekostet. Das Visum haben wir vorgestern im Internet gekauft. Das dauert 10 Minuten. Es hat auch alles reibungslos funktioniert. Juhu, wir haben es geschafft. Jetzt kaufen wir noch so einen Mautsticker, den man sich daher klebt und der dann auf wundersame Weise immer abgebucht wird, wenn man an einer Mautstation vorbeikommt. Vor ein paar Tagen haben wir nämlich eine Mail bekommen von Murat, der in Istanbul wohnt, mit seiner Familie. Und der hat uns ganz tolle Mails geschrieben, mit dem ganz viele Tipps für die Türkei. Also ich würde noch vorfahren und dann rechts. Wir haben einen guten Parkplatz gefunden. Es gibt hier irgendjemanden, der das alles so arrangiert und strukturiert. Oder halt versucht. Und ja, es parkt jetzt ein Taxi vor uns, aber der kennt sicher den Besitzer vom Taxi und der weiß, ich sitze gerade in dem Laden gegenüber. Und dann wird es einfach halt... Wenn ich wegfahren will, kann man wegfahren. Also das, aber so ist es viel effizienter, das ist voll cool. Das ist alles irgendwie so schön chaotisch, aber auch nicht schlimm. Also ja, alle Leute sind so entspannt und so freundlich. Jemand fährt halt mit dem Motorrad in der Fußgängerzone und das stört niemanden. Ja. Günstiger sind Bulgarien. Noch günstiger und noch freundlicher. Wir sind echt gern da. Und wir sind ja in Varna auch ein bisschen spazieren gegangen und hier gibt es einfach viel mehr Leute, mit denen ich mich identifizieren kann. Einfach junge Leute, die ein bisschen europäisch und westlich aussehen. Ja, also aber auch amerikanisch. Das ist schwierig zu sagen. Ja. Aber die ähnliche Sachen anhaben wie ich und wo ich mir einfach vorstellen könnte, ja, das könnte ich sein. Und das finde ich immer ganz angenehm, wenn man halt so Leute findet und sich vorstellen könnte, ja, hier auch zu leben, also wie die da so leben und so. Ja, voll. Ganz anders, aber doch, man hat Gemeinsamkeiten. Ja. Genau. Und die Karin liebt Ayran und das ist so ein Salz-Joghurt-Gemisch, sehr flüssig. Ich glaube, in 3 Stunden hier haben wir jetzt schon 5 Packungen oder so von denen gekauft und getrunken. Ich mochte es vor 2 Jahren nicht, aber jetzt liebe ich es auch. Also eben, es kommt dem Tekuci-Joghurt, dem Trinkjoghurt aus Kroatien sehr nahe. Ist doch ein bisschen anders, salziger, flüssiger, aber es ist super und wir trinken das so gern. Ich habe gerade noch kühle Getränke gekauft für die Fahrt und ich habe für alle 3 zusammen habe ich weniger als 1 Euro gezahlt. Verrückt. Als wir im Plovdiv geparkt haben, sind wir unter einem Lindenbaum gestanden, als es geregnet hat. Und wir haben so viele Lindenblüten und Lindenblätter auf dem Auto gehabt. Wir haben das Auto danach schon gewaschen, aber es ist noch immer so viel am Dach, dass wir jetzt gesagt haben, okay, fahren wir nochmal wohin. Und hier gibt es 2 Möglichkeiten und wir können fast gar kein Türkisch. Und können uns nicht irgendwas herleiten oder so. Nein, ja, nur welches ist Wasser, welches ist Shampoo? Was mit der Druckleitung ist, ja, Wasser. Aha. Was mit der Niederdruckleitung, flexibel. Wir sind jetzt schon so circa eine Viertelstunde da, weil der Schaum war aus und hat der Mitarbeiter von der Tankstelle den Schaum nachgefüllt. Und inzwischen hat er uns Kaffee gebracht, der aufs Haus geht. Und es sind einfach alle Leute so freundlich hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber sein rechtes Hinterrad eiert ziemlich. Aber es fährt. Ja, voll. Ja, das ist echt nicht gut. Hier winkt jemand mit einer roten Flagge. Ist das eine Puppe? Oh, es ist eine Puppe. Oh nein. Das ist aber lustig. Google Maps ist aber so schlecht in der Aussprache. Warte, jetzt checkst du es gleich nochmal. Nach 400 Metern der rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Avrupa Otoyolupina Hisarbaklantisi D565 zu nehmen. Okay, also jetzt ist spannend. Zeigt es. Ja, es sollte unseren Credit anzeigen, genau. So. Schon. Okay, sonst 5 abgezogen. Um die Auffahrt Richtung Avrupa Otoyolupina Hisarbaklantisi zu nehmen, dann rechts abbiegen auf Avrupa Otoyolupina Hisarbaklantisi. Und sie sagt das so oft. Sie sagt so 3-4 Mal bei jeder Abfahrt. Und jetzt steht nichts an meinem Schild. Aber geht doch. Rechts abbiegen auf Avrupa Otoyolupina Hisarbaklantisi D565.
ganze Zeit so. Keine Warnblinkanlage, nix. Einfach so. Aber es ist halt super angenehm, weil man kann sich selber auch mehr erlauben. Also, ja, wenn ich jetzt sage, hier ist ein Bankomat, müsste ich mir halt in Österreich einen Parkplatz suchen. Und hier kann ich einfach in zweiter Spur auch gegen die Einbahn stehen bleiben. Der Plan ist jetzt so lange zu fahren, bis es gerade dann noch so hell genug ist, um einen Schlafplatz zu finden. Super schön aus mit der Sonne hinten. Es ist auch echt schönes Licht. Das ist alles recht schön. Wir sind jetzt am Abend in einer Stadt. Dieses Treiben in der Stadt ist so schön. Hallo. Ich spreche Englisch, ein bisschen mit. Komm. Also wir haben vier Leute zusammengebracht und niemand hat aber Englisch gesprochen. Jetzt haben wir jemanden hinten sitzen. Ich weiß nicht was. Aber ich glaube, er möchte uns jetzt einen Schlafplatz sagen. Ja, ich glaube ziemlich sicher, dass wir zu ihm nach Hause fahren, weil wie kommt er sonst nach Hause? Wir sind jetzt bei irgendeinem Laden. Ich glaube, er kauft sich noch Zigaretten. Ja. Aber wir wissen noch nicht ganz, ob wir wirklich von demselben sprechen. Es spricht wirklich, sie sprechen kein Wort Englisch, außer no. Wir sind jetzt wo? Wissen wir nicht. Im Wald. Ja, an eigentlich einem schönen Platz, wo wir auch sonst hingefahren wären. Also wirklich so kleine Straße, die dann so aufgeholt wird und dann ein schöner Wiesenplatz. Und ein bisschen weiter hinten sind auch Motorradfahrer, die ein Lagerfeuer gemacht haben. Also echt ein schöner Campplatz. Nur wir wissen nicht ganz, was er jetzt macht. Also er hat gefragt, ob wir ein Problem damit haben, wenn er da bleibt. Und wir so, nein, also nein. Aber wir dachten halt, dass er jetzt da zu Hause ist oder sowas. Und er hat ja nicht mal ein Zelt oder so. Ich weiß nicht ganz, was er jetzt macht. Aber er ist freundlich. Bis jetzt ist alles gut. Ja. Also der Platz ist mega. Es ist wirklich ein Campspot. Ja, ja, unten ist auch ein Fluss, gell? Ja. Und jetzt sucht er gerade Stöcke für ein Lagerfeuer. Ja, unlustig. Aber ich weiß auch nicht, was er von uns erwartet jetzt als Gegenleistung oder so. Oder ob er überhaupt das erwartet. Man lernt halt nicht in der Schule, wie man mit so einer Situation umgeht. Und es ist halt so verrückt, weil wir sind halt hier ohne Internetempfang. Das heißt, wir haben auch keine Möglichkeit, irgendwas zu übersetzen. Wir haben kein Wörterbuch mit, nichts. Mhm. Und es gibt halt wirklich fast keine Möglichkeit zu kommunizieren. Aber es funktioniert eh immer, ja. Und ich bin aber echt gespannt, wo er schlafen möchte. Also. Das große Rätsel. Es wärmt sehr schön und wir essen jetzt alle ums Feuer rundherum. Und oben ist der Mond. Der Dani zeichnet ihm gerade auf, wie lange wir schon unterwegs sind und wie lange wir noch unterwegs sein wollen. Und irgendwie also zum Beispiel so wie vorher mit der Karte und jetzt so mit Jahreszahlen und sowas, das versteht man ja sowieso. Und es ist auch sonst wunderschön, einfach jetzt da am Feuer zu sitzen und das so zu genießen. Und das ist angeblich sein Land, also er sagt immer, das Tag ist alles meins. Und er hat sich sehr fürs Essen bedankt, dann haben wir ihm noch Mandelschnitten gegeben. Er hat sich jetzt verabschiedet. Nevzat hat sich verabschiedet. Ja. Und er hat uns seine Telefonnummer da gelassen, falls es irgendein Problem gibt, sollen wir ihn gleich anrufen. Und er hat gemeint, er hat da verschiedene Häuser oder Hütten. Genau, 6, habe ich verstanden. Ja, da wird er wohl in einer schlafen. Genau, es war super nett. Wenn man dann so da sitzt und man hat halt wirklich nichts zu sagen. Also es ist nicht so wie bei dem normalen Gespräch, dass man irgendwie überfordert ist, wenn man so viel sagen will oder so viele Einflüsse hat. Und man kommt halt auf die kreativsten Ideen, wie man halt Sachen darstellen kann oder was man noch sagen kann. An seinem Repertoire an 1, 2, 3, 4. Tische Kühler. Am Ende habt ihr euch umarmt. Ja. Als Verabschiedung. Und auch die Angst irgendwie, die ich davor hatte, so, ja, was will er dafür? Das war überhaupt nicht begründet. Also, ja, er hat sogar sein Geschirr abgewaschen. Ja, das heißt abgewaschen. Und wir haben uns jetzt einfach beieinander bedankt und es war so respektvoll alles und so schön. Ja, es war extrem cool. Aber ich finde auch genau, also der Daniel und ich haben jetzt Ringe für 14,95 bei Bijou Brigitte, ein Dreierpack. Und die tragen wir jetzt eben einfach für zum Beispiel solche Fälle, dass halt einfach, dass es sich nicht wundert, warum wir im gleichen Zelt schlafen, damit einfach alles klar ist. Ja. Also hat halt so gedeutet, was wir sind. Und ich habe einfach nur mit der Stirnlampe so auf den Ring geleuchtet. Und er so, oh. Und dann war es klar, das ist einfach super einfach. Und deswegen finde ich es auch so toll, wie wir reisen, weil wir einfach versuchen, uns alle Optionen immer offen zu halten. Mhm. Und das finde ich halt voll cool, dass man halt diese Gelegenheiten wahrnehmen kann. So, um das noch kurz zusammenzufassen. Okay. Ich gehe chillen. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war
einen aufregenden Tag. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und jetzt halt mit diesem passenderen Leintuch und echten Bettdecken ist es einfach so angenehm. Wir hängen es jetzt immer raus zum Auslüften kurz und dann ist es auch überhaupt kein Problem im Vergleich zu den Schlafsäcken. Gestern, als wir angekommen sind, war es ja schon dunkel. Wir konnten es gar nicht so gut sehen. Da ist ja der Fluss. Und jetzt bei Sonne ist es so ein schöner Ort. Und ich dachte, der Fluss ist viel weiter weg, als er wirklich ist. Da ist er schon. Der Fluss ist sehr friedlich. Man sieht aber auf der Seite, dass er sicher bei Starkregen sehr, sehr hoch werden kann. Und auf jeden Fall im ruhigen Teil vom Fluss sind ganz, ganz viele Kaulquappen, die in der Strömung liegen, stehen, sitzen, schwimmen. Aber sie liegen am Boden. Eine Kröte. Das haben wir ja vor 2 Jahren schon nicht gesehen, dass es immer so Fake-Police-Cars auf der Seite gibt. Und manchmal haben die sogar geblitzt oben. Ja, mit dem, dass man wirklich von der Weite es nicht erkennen konnte. Das ist die Neada, weil wir wissen, wird das G mit dem Dings stumm ausgesprochen. Boah. Voll schön. Jo. Schlecht. Das geht so ewig nach hinten, also wie weit dieser weiße Strich geht. Ja. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so eine riesige Distel gesehen. Aber da ist ein riesiges, wirklich. Von den Proportionen her schaut das genau gleich aus wie bei der normalen Distel. Vom Käfer? Ja, irgendwas Riesiges. Das ist wirklich so groß. Boah, ist das riesig. Das links, was man da unten sieht, ist eine normale kleine Biene, dass man das im Vergleich sieht. Eigentlich noch klarer als in Bulgarien. Das ist in Bulgaristan. Ja. Wir finden immer wieder Tiere im Schatten unseres Autos. Es fetzt heiß. Ja. Aber nur, weil ich eine lange Hose anhabe. Ich mag noch die lange Hosenzeit so lang wie möglich rausziehen. Weil ich denke mir so, wenn ich jetzt schon im Juni kurze Hose anziehe, das geht ja nicht. Weil es wird noch viel, viel heißer. So, du meinst, du möchtest dich dran gewöhnen. Genau. Wir haben gerade ein ganzes Sackerl voll mit Gemüse, mit Paradeisern, Gurken, Paprika gekauft und das dafür 70 Cent gezahlt. Und sie war ganz überfordert, weil sie halt wusste, so, ich kann mich nicht verständigen. Aber hat sie verstanden und dann so ja, du wolltest wissen, ob es scharf ist, ja. Hallo. Isst du noch zuerst? Aha, es ist nicht für dich! Wir wollten vor der Grenze nochmal rausfahren auf einen Parkplatz, damit wir das Auto ein bisschen aufräumen und damit es nicht so suspekt aussieht. Und dann ist da ein deutsches Polizeiauto gestanden auf dem Parkplatz. Und wir dachten dann so, okay, ja gut, stellen wir es trotzdem hin. Und dann kommt er zu uns und sagt, ja, kann ich euch helfen? Und ich so, ja, wir wollten nochmal das Auto aufräumen vor der Grenze. Er so, aha, wohin fahren Sie denn? Und dann habe ich in die falsche Richtung gezeigt, also Griechenland. Ich so, nein, Istanbul. Er so, ja, Istanbul ist in diese Richtung. Ich so, ja, ja, genau, da wollen wir hin. Ich war zuerst so aufgeregt. Und er war aber so nett und freundlich. Und wir haben einfach über die Reise geredet, über YouTube und so. Und er ist halt mit Frontex 2 Monate da.
Und genau, weil es ja die EU-Außengrenze genau, ist. Ja. Die deutsche Polizei unterstützt die bulgarische Polizei. Wir haben einfach ein bisschen geplaudert. So, wir haben einfach so cool und gelassen. Ich war die ganze Zeit so eingeschüchtert. Das sind ja auch nur Menschen. Ja, ja. Er hat auch einfach so gut ausgesehen. Konnte ich mich nicht konzentrieren.